Urlaub mit dem Partner ist das Beste, außer man ist das fünfte Rad am Wagen. Die beiden lieben Sport, die beiden haben Lust auf diesen Parcours. Und ich füge mich. Und wenn die Schwiegermutter mitkommt, wird's mit der Erholung schwierig. Was ich darüber denke, dass Moni bei uns im Zimmer dabei ist. Es wird heftig. Aber auch der neue Partner der Zwillingsschwester kann zum Störfaktor werden. Also ich und meine Schwester, wir sind halt unzertrennlich. Und wenn mir dann die Zeit, die ich mit meiner Schwester verbringe, ein Mann nimmt, stehe ich plötzlich da und denke, was ist jetzt los? Drei spannende Konstellationen versuchen diese Woche auf Malta einen unvergesslichen Urlaub zu erleben. Aber klappt das auch, wenn zusätzlich zum Partner noch jemand dabei ist? Das ist Pärchenurlaub. Aber zu dritt. Jana und Taja sind Zwillinge aus Berghamen. Die beiden 25-Jährigen verbringen schon ihr ganzes Leben Seite an Seite. Sie teilen die Leidenschaft fürs professionelle Tennis, eine gemeinsame Wohnung und sogar das Bett. Tja, bis vor 3 Monaten, als sich Jana per Dating-App verliebt. Nun ist Jan im Leben der Zwillinge aufgetaucht. Also, da wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, schlafen wir in einem Bett. Ja, das ist auch ein Problem, weil wenn einer von uns einen Freund hat, aber ich denke, keiner, wir sagen immer, kein Mensch wird in unserer Wohnung schlafen, außer wenn auf dem Sofa. Die Jana kann ja zu ihm gehen und dort schlafen oder bei dem Mann, aber bei uns irgendwie, da ist auch kein Platz jetzt im Bett, also... Man kriegt das Gefühl, Taja, die wie ihre Schwester eine Ausbildung zur Personal Trainerin macht, kann nicht loslassen. Ich kenne sie schon 25 Jahre und 9 Monate und jetzt kommt ein Mann, der sie gerade mal zwei, drei Monate kennt und nimmt mir den Platz weg. Ich komme schon damit klar, ich kenne Taja, ja, 25 Jahre und 9 Monate. Die gleichen Worte, wenn das mal nicht typisch Zwillinge ist. Doch nun kommt mit dem 32-jährigen Jan ja noch ein Dritter mit in den Malta-Urlaub. Aber warum? Für Single Taja wird's quasi ein Selbstversuch. Und das würde mich interessieren, wie ich reagieren werde und weil ich ein eifersüchtiger Mensch auf meine Schwester bin und zwar sehr. Und warum lässt sich der Elektrotechnikstudent auf den Trip ein? Er hofft, er hat nach der Reise bei der eifersüchtigen Taja einen Stein im Brett. Ja, Jana und ich verstehen es ja schon super. Und man kann sich in etwa vorstellen, dass so ein Zwilling doch etwas ähnlich ist. Und ich denke mal, wenn ich mich da verstehe, kann ich mich auch mit anderen verstehen. Ob das bei der Eifersucht von Taja auf ihr Liebesglück funktioniert? Für das blonde Doppel und Jan geht's für eine Woche auf die Mittelmeerinsel Malta. 2021 landeten hier 12.000 Menschen aus der ganzen Welt. Und das, obwohl die Insel im Mittelmeer 10-mal kleiner ist als Mallorca. Schon am Flughafen spüren wir verliebte Blicke von Jana in Jans Kamera. Doch Taja beobachtet das genau. Wie viel Zweisamkeit erwartet sich das frisch verliebte Paar auf dem Trip? Ja, ich denke, es gibt 2 Betten, logischerweise. Dann würde ich natürlich mit Jana in einem Bett liegen und Taja kriegt natürlich das Extrabett. Natürlich, selbstverständlich. Ich würde schon mit Jan gerne schlafen, weil ich, also Taja, nur Taja versteht's schon. Nach 2,5 Stunden Flug im Hotel angekommen, zeigt sich aber, die 2 Minuten jüngere Taja hat nur ihr eigenes Interesse im Sinn. Ich schlafe immer in der Mitte, ich kann nicht außen schlafen. Dann müsst. Ja, genau, wir machen so. Taja in der Mitte, ich rechts und Jan links. Ja, noch lachen sie darüber, doch Jana und Jan scheinen nicht zu ahnen, wie ernst es Taja damit ist. Schlafen sie in der ersten Nacht wirklich getrennt? Auch das nächste Dreiergespann freut sich auf den Malta-Trip. In Weil am Rhein haben sich Vanessa und Anton ihr Liebesnest gebaut. Nein, hier sind wir in unserer offenen Küche, hier ist einfach alles offen. Die beiden sind seit 7 Jahren ein Paar und sind schon nach 2 Wochen Beziehung zusammengezogen. Der 31-jährige Anton fühlt sich hier auch sehr wohl, wenngleich es für ihn etwas weniger rosa sein dürfte. Er mag es männlicher, ist aber flexibel, so auch bei seinem Pronomen.
Ich bin im falschen Körper geboren. Ich fange jetzt auch an mit Testo den ganzen Weg und lass eine Geschlechtsangleichung machen. Und solange ich halt noch kein Bart und nichts habe, weil ich mal ja meine Augenbrauen, wie man unschwer erkennen kann, und ein bisschen Wimperntusche, ist mir egal, ob er oder sie. Ihre Liebesgeschichte teilen die zwei im Netz. Anton ist gelernte Sicherheitsfachkraft, Vanessa Einzelhandelskauffrau. Nun aber steht Urlaub auf Malta an und da nehmen die zwei Antons Mutter Monika mit. Aber warum? Weil ich schon jahrelang nicht mehr im Urlaub war, also nur noch, wo meine Kinder eigentlich klein waren, mit meinem Ex-Mann. Und deswegen habe ich jetzt richtig Lust, mit den beiden in Urlaub zu gehen. Ferien mit der Schwiegermutter in Spee, warum macht die 31-Jährige das mit? Moni hat es wirklich von Herzen verdient, mit uns in Urlaub zu kommen und einfach das einfach auch zu erleben. Vanessa hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter, die in der Nähe lebt und mit ihr nicht nur die Liebe zu Sohn Anton teilt, sondern auch die zur Farbe rosa. Ich find's schön. Das ist auch schon viel gepackt. Oh ja. Viel? Ja. Was glaubt Monika denn, wie der Trip verläuft? Sie verbringen ja schon im Alltag viel Zeit gemeinsam, aber nun 24/7? Also wir erwarten einfach einen schönen Urlaub, eine schöne Zeit. Auch mal auszuspannen. Geilen Typen. Nein, sonst wird sie nicht gesagt. Nein, mit Männern hat Monika seit der Scheidung abgeschlossen. Sie ist gern allein. Aber glaubt sie nicht, dass ihr Sohn und seine Partnerin das im Urlaub auch gerne wären? Das ist mir ganz egal. Also sorry, das ist mir wirklich ganz egal, ob das denen passt oder nicht. Ich bin jetzt einfach da. Ja, so tickt Monika, stark in der Meinung und kann zu allem ihren Senf dazugeben. Das könnte anstrengend werden, befürchtet Anton. Zum Beispiel, ich rede mit Vanessa, gerade was Wichtiges. Kein blödes Thema, irgendwas, was wir heute Abend essen. Sie kommt von der Ecke, mag ich nicht oder mögt doch ihr nicht oder irgendwas. Immer ein dummer Spruch. Sie hat halt zu allem einen Spruch und das nervt manchmal wirklich. Das zeigt sich auch gleich nach der Landung am Flughafen Malta. Statt im entspannten Urlaubsvibe ist die 52-Jährige in Meckerlaune. Warum rollt denn dieser verfluchte Koffer nicht richtig? Ja, ich dreh doch gleich am Rad, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast die Rolle verloren, da ist kein Rad mehr dran. Da ist kein Rad mehr dran. Ja, da ist die Rolle weg. Nee, ne? Doch. Ach, hör doch auf. Nee, alles gut. Doch, doch, schieb dann den. Boah, ich dreh ab. Die Frührentnerin verbreitet wahrlich entspannte Urlaubsstimmung. Ja, absolut. Ich bin gerade komplett am Level. Erst dieser Flug, jetzt diese Temperaturen. Vanessa und Anton kümmern sich inzwischen um den Mietwagen und der 31-Jährige versucht, seiner Mutter zu helfen, vielleicht auch, damit die Urlaubsstimmung nicht schon im Flughafenparkhaus komplett kippt. Wir müssen dir einen neuen Koffer unbedingt besorgen, weil das geht so nicht. Ich nehme den jetzt, Alter, und du kannst den seitlich schieben. Nein, ich nehme meinen scheiß verdammten Koffer selber, okay? Aber der ist doch leichter. Ich nehme meinen scheiß verdammten Koffer selber. Und die anstehende 30-minütige Autofahrt zum Hotel hilft auch nicht, die Nerven zu beruhigen. Ja, wer fährt? Ich. Ach du Scheiße, nee. Ja, komm, dann fahr ich. Nee, ich fahr mal. Lass mich fahren. Nein, ihr dürft nicht. Ich hab Anton angemeldet. Ja. Oh mein. Also im Autofahren ist es bei uns schlimm. Also ich finde, Anton ist ein Raser. Also ich würde mich wirklich als den besten Autofahrer der Welt bezeichnen. Also sie hält sich schon an Regeln, aber sie rast. Und wenn sie dann Musik dazu noch hört, da geht die ab. Und das ist auch Monika bekannt. Aber du kannst auch mit Taxi gehen, ich nehme deinen Koffer mit. Willst du mich bis hinten sitzen? Sicher, ich will überhaupt nicht da reinsteigen. Also doch nicht? Willst nee, du mit Taxi? Ich will ein scheiß Taxi. Ach so, ich dachte, du fährst jetzt nein, mit? Ich will nicht mit eurem Mietwagen. Nein. Hast du nicht gerade gesagt, du willst mitfahren? Ich sag heute einmal so und dann sag ich wieder in 5 Minuten so. Okay, nein, also sie fährt nicht mit. Man merkt schon, leicht wird's mit der temperamentvollen 52-Jährigen nicht. Vanessa und Anton, die seit 7 Jahren zusammen sind, sollten die Fahrt ohne den Schwiegerdrachen also genießen. Im Hotel angekommen hat der 31-Jährige Anton schon genug von der Dreisamkeit. Also ich würde gern wieder abreißen, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon so anstrengend mit uns zwei. Ja. Ja? Ja. Team Zwillinge ist da schon weiter. Die erste Nacht ist vorbei, wie sie wohl war. Taja öffnet uns die Türe. Ihr könnt ruhig reinkommen. Und was wir sehen, ist tatsächlich ein getrennt voneinander schlafendes Pärchen. Ich habe heute gut geschlafen. Ich auch. Jana war neben mir, Jan war dort, vielleicht ein bisschen weiter von Jan ab. Ich habe alles unter Kontrolle. Also weiter geht's wohl nicht, ne?
Also ist nicht schlimm, dass wir jetzt auseinander schlafen? Oder doch? Die Betten sind an der Wand verschraubt. Die Schwester der Freundin drängt sich zwischen die beiden. Wie ist das für Jan? Also es war wie zu Hause, dass ich jetzt quasi alleine da hinten geschlafen habe. Genau, vom Pärchenurlaub war natürlich jetzt nicht die Spur. Das bedauert auch die verliebte Jana und die hat schon Ideen für die nächste Nacht. Wenn man sich liebt, ist doch kein Bett zu klein. Schock für Taya, was kommt da wohl noch auf sie zu? Meint ihr, das klappt bis zum Ende der Woche raus? Ich glaub nicht. Vielleicht wäre es ja auch eine Lösung, das verliebte Pärchen mal eine Dreiviertelstunde allein zu lassen. Nein, das kommt nicht in Frage. Das kommt, solche Themen kommen gar nicht in Frage. Stell dir vor, ich gehe jetzt spazieren. Nein, das geht doch gar nicht. Ich find's ganz schlimm, oh, sowas. Da sind sich die Zwillinge erstaunlich einig. Nee, dann schmeißt dich raus. Wenn, dann sollte das schon so für 2-3 Stunden sein. Und morgen bei Tafes geht zum Parasailing. Aber schwebt Jan da tatsächlich mit seiner Freundin Jana übers Mittelmeer? Oder ist das doch etwa die eifersüchtige Schwester? Außerdem lernen wir das nächste Urlaubstrio kennen, bei dem der Ehemann von Resi sich fast zu gut mit ihrer besten Freundin versteht. Ja, Tom hat mal mit mir geflirtet auf Party. War nichts Schlimmes jetzt, würde ich sagen, dass wir zusammen ins Bett gegangen sind oder sowas. Das und mehr morgen bei TAF.